Recht aufpassen, weil hier immer wieder Schildkröten mitten auf dem Weg rumliegen oder laufen. Hinter mir sind jetzt ca. 100 Iguanas, die aber sich so gut an den Felsen anpassen, dass man sie fast gar nicht sieht. Man muss ja bei jedem Schritt aufpassen, dass man nicht irgendwie auszusehen auf Iguana drauf tritt, weil die auch noch ihre Farbe anpassen und dann dementsprechend am helleren Fels auch heller sind.